Willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Endlich habe ich den Weg gefunden. Leute, ich habe den Weg gefunden. Und zwar stehen wir hier direkt jetzt vor dem richtigen Schokobowald hoffentlich. Und der ist ganz oben links. Ja, da wo der blaue Pfeil sind, da sind wir. Also ganz woanders auf der anderen Seite, als ich dachte. Aber hier sollen wir den kriegen. Aber bevor wir den kriegen, müssen wir anscheinend uns nochmal hier befassen mit den Viechern. Das ist ja kein Problem. Wir machen ja mittlerweile genug Schaden, auch wenn es nicht gereicht hat für die drei Klopper da in dem komischen, in der komischen Burg. Da waren wir dann doch zu schwach, aber das hier kriegen wir locker hin. Ist auch immer gut für Teller. Ich hoffe, der steigt endlich mal auf, auch irgendwann. Nein, es ist Young, nicht Teller. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Schwarzer Chocobo. Sieht auch schon gleich hier ein bisschen anders aus. Finde ich interessant. Wehe, der ist jetzt hier nicht. Dreh ich aber. Da ist er. Geil, da ist er. Der kann da aber noch stehen bleiben. Vielleicht finden wir ja auch noch den Hasenjungen. Hasenjunge. Oder wer auch immer das ist, ihr wisst schon. Der sich immer umbenennt. Schade, dass der jetzt nicht auch hier ist. Hier kann man den gleich wieder regenerieren, ne? Brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir haben erst das Zelt benutzt. Im letzten Part. So geheimnisvoll. Ja, dann schnappen wir uns den Schwarzen jetzt natürlich. Wie weit kann man denn hier noch reinrennen in den Wald? Oh. Kann man hier was finden? Hier war ich doch schon. Ich finde das immer so interessant, wenn man hier so Wege findet. Und da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man hier was findet. Ganz ehrlich. Das ist so verzwickelt hier. So buschig. Ja, komm. Komm! Schwarzer Chocobo. Und der kann fliegen. Das ist der Hammer. Und weil der fliegen kann, was die anderen Chocobos. Also ich kenne das gar nicht, dass Chocobo fliegen kann. Aber damit haben wir natürlich die Möglichkeit, alles zu können. Wir könnten zum Beispiel auch zu dieser coolen Höhle. Vielleicht ist das ja auch die richtige Höhle. Hm? Wenn wir den jetzt aber loslassen. Das ist ja nicht Nordosten oder ist das die richtige Höhle? Ich weiß es doch jetzt nicht. Also über die Gebirge kann er nicht fliegen. Aber das ist ja egal. Der darf ja gar nicht weg sein. Sonst kommt man ja hier nie wieder weg. Das heißt, wir können hier definitiv landen, ohne dass er weg ist. Guck mal, sind wir hier im Wald und der wartet, ne? Der muss da warten. Die magnetischen Kräfte innerhalb dieser Höhle sind unglaublich. Eiswert, das ist die richtige Höhle. Was ist dann aber die Höhle auf der Insel? Wir sollten unsere metallischen Waffen und Rüstung ablegen, sonst kommen wir nicht weit. Meine Krallen scheinen davon nicht betroffen zu sein. Und meine Magie natürlich auch nicht. Wir werden uns schon zu wehren wissen. Okay, wenn das hier die magnetische Höhle ist, nur weil ich jetzt hier schon richtig bin, dann würde ich aber zu gerne eigentlich gerade wissen, was dann die andere Höhle ist. Und weil wir hier unseren coolen... Okay, ich mache nichts, der bringt uns direkt wieder zurück. Den müssen wir also nochmal fangen. Echt jetzt? Klar kann man den nochmal fangen, sonst könnte man... Naja, eben. Ja, komm. Bring uns zu der anderen. Echt, diese Rio-Musik. Come to Rio! Wir können ja jetzt sonst wohin mit dem fliegen. Das ist also die magnetische... Die ist ja wirklich nicht weit weg von Troja. Aber da waren wir schon. Bei dem Chocobo. Weil da kann man nämlich auch sonst so landen. Aber bei der anderen nicht. Bei den Inseln. Da hätte ich auch locker jetzt mal nach links fliegen können. Das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Oh, ist das dicht schnuckelig. Ein schwarzer Fliegender. Ich kenne die Schwarzen, wie gesagt, nur selbst gezüchtet und der kann dann halt über Berge rennen, was sonst gar keiner kann. Es gibt dann welche, die können flaches Wasser und Wiesen und bla 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 und der kann dann alles, über alles rennen. Finde ich echt cool. So, und hier ist jetzt nämlich dieses Dorf und wenn hier jetzt hier... Da. Geh. Runter hier. Oh Mann, das kann der auch nicht. Wie kommt man dann dahin? Das muss ein Ausgang sein oder so. Ein Ausgang, wo man dann da rüber rennt oder so. Anders geht das ja gar nicht.
Vielleicht waren wir hier auch schon mal, aber das glaube ich nicht. Nee, nee. Mach es uns jetzt mal einfach und geh hier lang. Er ist so schnuckelig, der schwarze Schokobo. Süß. So, da kommt er nämlich auf der Seite raus, haben alle Final Fantasy Karten nämlich gemeinsam. Wenn du dann zu weit auf, nach Westen oder Osten, dann kommst du wieder auf der anderen Seite raus. Sehr durchdacht. Da ist unser Luftschiff. Na dann ab zur Höhle. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch alles okay. Oder hätten die sonst was gesagt? Hätten die was gesagt? Oder geht das jetzt so? Ich weiß es nicht. Och nö. Nicht die. Gib ihm mal einen Kraftschub. So, Status aller Zielobjekte analysiert, was auch immer das heißt. Ich glaube, dass wir die dann irgendwie besser treffen können. Und es ist toll, dass die anderen jetzt irgendwie gelähmt sind. Sie können doch nichts machen. Heb Fluch auf. Sind wir jetzt verflucht? Löst Selbstzerstörung aus. Mach es einfach mal. Okay, toll. Dabei gehen wir selber drauf. Gut zu wissen. Ist mir wahrscheinlich das letzte Mal auch passiert und mir ist es nur nicht aufgefallen. Machen platt. Sind die denn weniger stärker? Also es sind ja die Dinger, die aus den Kisten auch kamen. Und die machen einen so schnell fertig. Okay, wir haben es aber geschafft. Die Selbstzerstörung ist auch gut. Aber eigentlich bin ich froh, dass es dann Sesselstufe ist angestiegen. Tellerstufe ist eigentlich angestiegen, sehr schön. Bin ich ja froh, dass ich das eigentlich bei denen dann benutze und nicht bei so einem Mega-Kampf. Das kann man ja eigentlich nur dann so bei so kleinen benutzen. So eine High-Portion wäre gar nicht schlecht. So. So. Geht's allen wieder ein bisschen besser. Ich laufe mal durch. Habe ich mir fast nämlich gedacht, dass hier was ist. Das ist eine doofe High-Portion, wenn nicht. Ja, greift mich ruhig alle an. Ja, genau. Schön. Verbessern. Verbessert das mal. Verbessern mal das Komische, was auch immer. Das haben wir noch nie gemacht, mit dem irgendwas verbessern. Okay, die sind nicht so stark wie die anderen. Das merkt man. Was haben wir jetzt dadurch verbessert? Weiß ich nicht. Aha. Es nervt ein bisschen, dass die anderen gerade nichts machen können. Er hat da noch irgendwas verbessert. Mhm. Dann greif mal an. Okay, der ist weg. Sehr schön. Benutzt er das dann irgendwie in seinem Hammer, in der Waffe, seine verbesserten Sachen, weil er jetzt da so einen Feuerangriff mit bei hatte? Das hat er doch sonst nicht. Oder? Wenn du so einen Bacchus-Wein bekommst, Sitzstufe ist auch angestiegen. Das ist schön. Kannst du aus der Ecke rauskommen? Das brauchen wir hier ewig. Wie ich dieses Spiel kenne. Können wir diese Lähmung eigentlich mal aufheben? Das nervt ein bisschen. Heb Versteinerung auf. Nee, das ist keine Versteinerung. Was ist das denn? Das ist so eine Lähmung, ne? Kann man das irgendwie aufheben? Verfluch? Nee, das geht nicht. Allheilmittel hätten wir sonst noch. Schweinverwandlung haben wir auch gerade nicht das Problem. Wohl geheime planische Überlieferung, hatte ich genug. Was haben wir denn da drin? Weiß ich gar nicht. Ja, wir können höchstens so Medica oder so mal benutzen, ne? Das könnte man auch machen. Nö. Hat das jemand von denen? Vielleicht der Teller? Genau.
Jawohl. So, dann kannst du auch gleich nochmal... Oh, was kann der eigentlich alles noch? Wicht Levitas. Können wir auch Ziel über den Boden schweben lassen? Aha, aha. Sollte ich vielleicht auch mal öfters andere Zauber benutzen? Nicht nur immer dieselben. Vielleicht sind die viel effektiver. Ich habe nur mal Angst, dass die dann... Die sind schon wieder... Oh, die sind schon wieder so down. Und schon wieder die beiden. Voll blöde. Wenn wir Young nicht hätten, ey. Schon wieder die beiden. Das nervt ein bisschen. Vor allem, weil ich mit Items jetzt nichts machen kann. Wenigstens sind das nur die ollen Igel. Trotzdem nervig. Ich habe sie gerade erst geheilt. Blöd. Okay. Da kriegen wir ein Einhorn geschenkt. Ja, du kannst es schon wieder machen hier, Sessel. Nee, Quatsch, Teller. Blöd, blöd, blöd. Seht das schon kommen, dass wir bald Äther brauchen? Unten rechts sollen wir hin, hat irgendwas geleuchtet. Ich gehe trotzdem nach oben, weil ich es muss anscheinend. Magnethöhle Untergeschoss 1 vollständig Äther halten und so. Einhorn. Dann geht er bitte lang. Aber wenn da was geleuchtet hat, vielleicht ist da noch was? Ja, studier mal. Wie kann denn das sein, dass die eigentlich schon wieder down sind? Wie kann das sein? Und immer die beiden. Das kann doch nicht normal sein, echt. Medika kann er schon gar nicht mehr benutzen. Wir brauchen also schon wieder Äther. Es geht so unfassbar schnell. Und es ist das Zeug, was echt am wenigsten irgendwo da ist. Das finde ich am nervigsten. So. Schon wieder geheilt. Und so nervig es auch ist, ich laufe jetzt nochmal zurück, weil da was geleuchtet hat und ich das nicht verstehe. Hier unten rechts, wenn ihr drauf achtet. Oh, jetzt werden wir natürlich angegriffen, war klar. War auch klar, dass es die Gemeinen sind. Aber warum sind die denn jetzt schon wieder so down? Ich habe die doch gerade geheilt, das ist doch nicht normal. Hä? Check ich nicht. Irgendwas ist mit denen, was ich nicht heilen kann. Medika heilt doch eigentlich alles, auch wenn es eine Lähmung wäre oder sonst was. Oder wenn es eine Vergiftung ist, völlig egal. Die dürften doch gar nicht immer down sein. Wenigstens geht es diesmal schnell mit den Dingern. Leute, was ist los mit euch? Einfach mal keinen Bock mehr zu kämpfen hier? Sollen die jetzt alles alleine machen? Ich weiß, was mit denen ist. Es ist das blöde Magnetzeug. Aber warum funktioniert Medika dann? Diese Magnetscheiße ist das nämlich. Deswegen. Ich glaube, ihr müsst es dann mal ablegen. Und wahrscheinlich auch die Klinge. Ist es noch da? Nee. Okay, ich habe das Problem gefunden. Wahrscheinlich haben sie es auch gesagt und ich habe wieder nicht ordentlich zugehört. Ich doofe Nuss.
Ablegen. Was denn? Den Mithril Stock oder den Silberreif? Reicht es schon? Nee, das reicht nicht. Er hatte auch irgendwas von seiner Waffe. Wer hat doch gesagt, hey, ist kein Problem. Kannst du dann eine andere, was anderes nehmen? Statt Mithril einfach eine andere? So eine Attacke. Dann nehmen wir doch die Wandelroute mal. Und Eisenreif ja wohl dann eher nicht. Aber vielleicht den Rubinring? Oder was anderes? 11, 28. Silberreif geht wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Leg das mal ab. Dann vielleicht? Ja. Das geht. Die anderen gehen auch. Wir müssen eigentlich nur Cecil hinkriegen. Mithril geht wahrscheinlich wieder nicht. Ja, Mithril geht nicht. So, die werden von Magneten angezogen und, Ich habe aber auch gelesen gehabt, dass er irgendwie gar keine Waffe hat. Irgendwas hatte ich da gelesen. Deswegen laufe ich jetzt nicht raus und gucke nach einer anderen Waffe für ihn. Vielleicht ist es einfach so, dass das dann in dem Fall nicht geht. Geht denn ein Schild? Geht das Schild? Habe ich, glaube ich, auch gerade schon ausprobiert gehabt. Nö. Gut, aber wenigstens können sie dann kämpfen. Aber er hat gar keine Waffe jetzt. Ist ein bisschen scheiße. Und was wollte ich hier unten? Seht ihr das? Ich glaube, da sollen wir hin. Das sieht aus wie der Kristall. Und schön, dass man hier drin auch einfach das benutzen kann, statt Sicht. Aber wir haben ja auch eine Karte gefunden. Vielleicht ist es die Karte, die uns gerade hilft. Das, ne? Gut, dann, wir werden diesen leuchtenden, was auch immer, Kristall vielleicht noch finden. Ich finde das nur komisch, dass man den hier sieht und da nicht rankommt. Das finde ich irgendwie gemein. So, Leute, dann lauft mal weiter. Möglichst mit wenig kämpfen. Nicht so viele. Was kann der denn jetzt mal machen? Kann sich mal schützen. Wenigstens kann Teller jetzt wieder mitkämpfen. Dann sind die eher so passiv. Ist ja auch okay. Ich frag mich nur, was wir machen bei einem schwierigen Kampf. Was macht er jetzt mit normalen Händen? Wenn er normal den Fausthieb gibt? Bam. Einfach mal mit einem Schaden. Toll. Ein Punkt. Der ist schon mal weg. Das ist gut. Ja, dann machst du so ein bisschen heilen und so, würde ich sagen. Kann ich schaden. Und weg. Schön. Feuerrad gut geklappt. Tellers Stufe, Youngs Stufe. Besser geht's ja gar nicht. So, wenn wir jetzt noch nicht 1000 Kämpfe dabei haben, dann noch besser. Komm, 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 komm. Sehr schön. Neue Karte. Weiter geht's. Untergeschoss 2. Ach, es leuchtet hier überall, sehe ich gerade. Achso. Wieder die Typen hier. Kann doch nicht sein, dass er schon wieder nicht mehr kann. Habe ich jetzt schon wieder so viel... Oh, ich habe so viel MP für die Medica-Scheiße verbraucht. Das ist ja blöd. Ja, das ist blöd. Dann greif mal trotzdem an. Wir kloppen einfach mal drauf. Cecil ist jetzt anhand zum Healer. Kann der auch. Na, geht doch.
Sesselstufe, Sitzstufe. Wunderbar. So, wo sind wir und wo... Ne? Weiß nicht, ob wir richtig sind. Ich hoffe es. Da geht's weiter. Da ist nichts. Kann man hier rein? Nein. Angriff. Ihr seht es. Eigentlich wird diese komische Katze sich von alleine wieder... würde alleine sterben, weil wir sie vergiftet haben. Hat auch ganz gut geklappt, aber... der Teller braucht schon wieder Äther. Mal wieder. Was ist denn hier auf der linken Seite? Untergeschoss 3. Was ist denn da hinten? Keine Ahnung. Hä? Wo sind wir? Und was sind das für Dinger? Hallo? Geistesmarter? Wie wär's, wenn du ihm mal ein bisschen Äther gibst, ne? Und warum sind die jetzt schon so wieder so magnetisiert mäßig? Check ich nicht. Und die sind so vergiftet oder so. Nein. Ja, könnt ihr es mal vielleicht nicht übertreiben? Eigentlich müsste die... ich glaube, die sehen jetzt vergiftet aus. Es ist nur dasselbe... Nein, nicht sterben. Alter. Sessel nimmt jetzt Gegengift, obwohl das gar nicht braucht, oder was? Na, wenigstens einer schon tot. Der braucht das doch gar nicht. Es ist doch kein Gift. Gift ist doch immer grün. Was ist mit denen los? Entzug. Also, die sind richtig fies. Na, endlich. Oh Mann, die haben uns richtig viel abgezogen. Fiese Scheißdinger, echt. Jetzt echt blöd. Blöd, blöd. Dabei haben wir doch nicht davon so viel. Von dem MP meine ich. Bin verwirrt, wo ich bin. Nicht schon wieder. Rotes hilft ja an der Stelle auch leider gar nicht, weil das ja Zauber sind. Voll fies. Oh, einer ist schon weg, Gott sei Dank. Die ziehen so viel ab, das ist krass. Wir haben uns gerade erst geheilt und dann entziehen die uns auch noch MP und dafür hasse ich sie. Oder HP eher. Ist mir egal, sie ziehen alles irgendwie ab. Die machen mir Angst, die Dinger. Da geht's rapide runter mit uns. Oh. Ich habe eine... Truhenhöhle gefunden. Spinnenfaden. Vielleicht ein bisschen Äther. Bronzesanduhr. Okay. Die könnte man ja mal benutzen. Wenn wir Glück haben, dann finden wir hier vielleicht auch mal so ein... kann man nicht benutzen? Okay. Mein Controller spinnt mal wieder. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen Cut. Und, kämpfe noch mal eine Runde, weil es so schön lustig ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn mein Controller nicht mehr spinnt. Bis dann.